Hallöchen und willkommen zu einer weiteren Folge Horizon Zero Dawn. Ich bin gerade auf dem Weg. Mutterherz oder wie das Noradorf da heißt. Wir haben ja in der letzten Episode die Metallwelt, also die Brutstätte Sigma abgeschlossen und haben dann noch eine andere Nebenquest gemacht. Und kehren jetzt erstmal zurück, um uns Belohnungen einzufordern. Ich weiß gar nicht, für die Brutstätte Sigma gibt es dafür auch eine Belohnung? Ich glaube nicht. Die hat mir das ja nur gesagt, dass man da hingehen kann. Aber wir haben den Ring. Komm ich da hoch? Ja. Der von den Wildschweinen gefressen worden, den haben wir auch. Guck mal, eine Nebenquest hatten wir, glaube ich, noch, aber ich kehre erstmal zurück, weil ich bin. Die Belohnung einfordern möchte. Oh, der ist, glaube ich, hier gar nicht direkt im Dorf drin. Oder? Ja, einer der NPCs sagte auch, dass er an Lagerfeuer ist. Ah, da ist er auch. Okay. Hallo? Genau. Ich möchte mit dir reden, nämlich. Willkommen zurück. Ich habe die Eberhäute und dein Glücksring, Time. Urmutter sei Dank. Und dir natürlich. Wo hat er gesteckt? Im Schlund eines Ebers. Für den Eber war es kein Glück. Ich trage ihn ab jetzt vielleicht lieber um den Hals. Belohnung? Ah, okay. Ne, das machen wir noch nicht mit dem verdorbenen Zorn. Wir haben erstmal noch hier unsere andere Hauptmission und da war noch eine Nebenmission. Aber erstmal können wir hier unser Inventar. Rohstoffvorrat, Käse, Metallscherben, Draht, Reinholz. Gratis Probenkiste. Schnellreispaket, sehr schön. Lohe und Detonationsverlust. Das ist so der Hammer, die Belohnung. Die Rache einer Tochter auf Jagen für die Loge. Was ist das? Zeig mal her. Ah, das ist ein Meridian, ne? Ja, das ist ein Meridian, okay. Verdient lange haben wir auch nicht lange. Mhm. Genau, Blutstätte haben wir auch. Verdorbene Zone. Okay. Das heißt, das hier ist nur noch offen. Nee, nicht das. Das Zuflucht. Rache einer Tochter hat ja auch was mit Meridian zu tun. Wo ist denn das? Das ist ziemlich weit weg, ne? Nutzen wir mal ein Schnellreisepaket. Dass wir da gleich in der Nähe sind. Ich weiß gar nicht mehr, was für eine Nebenmission da war. Ich sollte irgendwie verschollene Leute suchen. Meine ich, war das. Und ich glaube, wir kombinieren das ein bisschen mit einer verdorbenen Zone, die da unten noch ist. Okay. Moment, falsch. Die verdorbene Zone. Oh. Das ist ein bisschen weiter unten noch. Zeig mal, wie weit ist das? 600 Schritte. Ja, komm. Wir kümmern uns erst um die Mission und dann gehen wir zu der verdorbenen Zone da unten. Finde die vermissten Krieger in Teufelsbrunnen. Durst, meine ich.
So. Warum schwenkt die Musik um? Das hat meistens nicht was Gutes zu bedeuten. Ja, jetzt bin ich in dem Gebiet. Muss ich die suchen? Ist nicht euer Ernst, oder? Moment. Da ist was. Alte Trümmer, okay. Was ist das? Hier gab's einen Kampf. Aber wer hat gewonnen? Was für ein Kampf. Das ist eben aufgeploppt, als ich da das mir genauer angeguckt habe. Da kann man auf jeden Fall hoch. Da kann man rein. Da kann ich hoch, ne? Ja. Schaffe ich den Sprung? Das hat klasse geklappt. Ah, hier ist doch nichts, oder? Da oben waren vielleicht Items, aber... Sonst ist hier doch nichts. Kamera? Ich glaube, ich habe ein Problem. Nee, doch nicht. Ich dachte, ich hätte mich hier irgendwie in das Gebäude reingeglitscht und würde nicht wieder rauskommen. Ah! Jetzt wird mir komischerweise da das Ziel angezeigt. Sehr, sehr merkwürdig. Der Zielangabe ist irgendwie komisch. Und jetzt bist du wieder weg. Der Untersuch. Ah, Moment, da ist was. Kriegerpfeile in diesen Maschinen. Es gab sicher eine Massenflucht. Die Maschinenspuren führen in die Ruinen. Ebenso wie Menschenspuren. Okay. Was für Spuren? Haben wir aber einen wesentlichen Anhaltspunkt, wo wir hin müssen. Ich habe irgendwie, wenn ich so die Maschinenleichen sehe, das Gefühl, da geht gleich einiges ab. Nützlich für eine alte Rezeptur. Ja, ich wusste es. Sägezähne? Wo? Da hinten? Das sind zwei. Und da sind meine beiden Nora-Krieger. Kleines Problem haben.
Okay. Kriege ich das irgendwie hin? Das war's. Nicht so klug, glaube ich. Die Kamera sackt gerade übelst. Naja, kommt man nicht raus. Okay. Der eine ist da sehr, sehr wahnsinnig schon. Oh, Mann. Ja, ich hab's verstanden. Boah. Können wir wieder raus? Ja. Zwei auf einmal ist gar nicht mal so schön. Aber bin ich froh, dass ich diese Sprengschleuder gekauft habe. Die ist so nützlich. Auch wenn ich glaube, die Feuerpfeile wären in dieser Situation genauso effektiv gewesen. Da oben seid ihr doch, ne? Hallo? Ja. Du bist die Kriegerin, die ausgestoßen war. Was machst du hier? Euer Freund Dan bat mich, euch zu suchen. Was macht ihr da oben? Der Sägezahn riss uns die Bündel ab. Mir. Uns. Ohne Waffen war das hier unsere beste Option. Vielen Dank, dass du ihn erledigt hast. Jetzt können wir nach Hause. Eins noch. Du verrätst doch nicht, dass du uns gesehen hast. Habe ich ja nicht. Zumindest dein Freund nicht. Soll ich dir runterhelfen? Wir gehen allein zurück. Versteh das nicht falsch, aber wenn wir mit dir gesehen werden, kommen sie uns noch auf die Schliche. Okay. Wie ist das mit Belohnung? Ah, zu Dan zurückkehren, okay. Wir machen aber zuerst die verdorbene Zone. 700 Schritte, das ist natürlich jetzt mal... ich benutze mal kein Schnellreisepaket. Weil unterwegs will ich so ziemlich jede Haipflanze aufnehmen, die ich finde. Weil die beiden Sägezähne haben jetzt schon einiges gekostet. Okay, der Wächter hat mich gesehen, aber... Okay, Wächter sind kein Problem. Hier dümpelt irgendwo noch einer rum. Ich höre auf jeden Fall jemanden. Ja. Mache ich irgendwann schon mal noch. Wache der Nora kommt, sobald wir die Nebenquest hier abgeschlossen haben. Ich will Haipflanzen.
war das Jagdgebiet, ne? Ja. Das heißt, wir können hier noch ein bisschen lang laufen. So, jetzt bin ich schon mal zumindest wieder voll. Jetzt muss ich nur noch meine Heilpflanzenvorräte ein bisschen auftunen. Ah, hier an der Hauptstraße sind viele. Hier sind sogar gleich zwei. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Hier sind... Ne, das sind normale Bäume. Ah, hier ist die nächste. Sobald ich eine Liste wieder voll habe, sollte das erstmal ausreichen. Ja, die haben wir jetzt nämlich fast. Was ist das hier eigentlich für ein Haus? Ah. Ist eigentlich... So. Puh, jetzt sollte das mit der Heilung erstmal wieder okay sein. Verdorbene Zone ist noch ein paar Schritte entfernt. Gucke mal trotzdem noch. Da ist eine Heilpflanze. Hm. Okay. Greift er mich an? Ja. Und zwar volles Netz. Eine, die ist mir aber erstmal egal. Es ist ein paar Graser. Er sieht mich nicht. Er ist nur aufmerksam. Von wegen, er sieht mich nicht. Kommt er über. What the fuck? Ich hab gedacht, die können nicht durchs Wasser. Wieder durch das Wasser auf einmal durchgesprintet kam. Du sollst das nehmen. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe gedacht, Wasser ist tabu für die. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. So. Jetzt keine weiteren Überraschungen für mich. Hm? Wildschwein, ja. Das ist mir egal. Nächste Heilpflanze. Ja, wir kommen langsam wieder in unseren Wohlfühlbereich mit der Heilung. So, da sind unsere verdorbenen Maschinen. Das sind Plünderer. Okay, da muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. Ich habe gedacht, das sind Wächter hier, aber es sind Plünderer. Duckst du dich bitte, Eljol? Danke. Sind die nämlich aufmerksam? Schleuder. So. Lol. Das setzt mich relativ schnell außer Kraft, ne? Ich weiß, dass verdorbene Maschinen stärker als normale sind, aber dass das so ein gravierender Unterschied ist. Oder killen normale Plünderer einen genauso schnell, wenn er dieses... Was er auf jeden Fall gemacht hat. Naja. Wo werde ich denn zurückgesetzt?
Ja, da war ich wieder viel zu aggressiv. Ich hätte mich anschleichen müssen und mit stiller Schlag die ausschalten müssen. Das sind ja noch kleine Maschinen, bei denen ist das möglich. So, wo bin ich? Kehre... Nein, ne? Ist das euer Ernst? Ist das euer fucking Ernst? Das ist nicht euer Ernst, oder? Den ganzen Weg nochmal laufen? Warum? Das Spiel speichert doch relativ selbstständig. Warum? Okay, ich gebe zu, es ist nicht so viel passiert auf dem Weg dahin, aber... Aber trotzdem! Ich dachte, das hat so einen Algorithmus, dass es... Das brauche ich später noch. Was weiß ich, alle 5 Minuten oder so automatisch saved, aber... Anscheinend muss man gewisse Punkte ins Spiel passieren, damit es das tut. Lächerlich! Und die ganze Scheiße, die ich eben eingesammelt habe, ist auch weg. Aber eben hatte ich weniger, ne? Du bist Seltener. Ja, der gibt mir auch einen Fuchsknochen, sehr gut. Nickel. Sieht gut aus. Meine Rohstoffbeute ist fast voll. Den muss ich mal bei Zeiten... dann leeren. So, ihr könnt mich mal... Als ob. Ich dachte, wenn ich euch ignoriere, lasst ihr mich in Ruhe. Was ist da? Lasst mich doch einfach alle in Ruhe. Ich will euch doch nichts Böses. Ich will doch einfach nur zur verdorbenen Zone. So. Das Problem ist hier, die Viecher hinterlassen halt diese, wie nenne ich das? Diese komische Scheiße. Der andere habe ich eben gesehen. Ich hoffe, der kommt beide auf einmal. Ist scheiße. So. Ich hoffe, das hat er nicht mitbekommen. Anscheinend nicht. So, nicht umdrehen, mein Freund. So. Sind hier noch mehr? Scheint so zu sein. Ansonsten wäre die verlorene Zone... Zone nämlich geklärt. Da oben ist noch einer, ne? Und da unten ist noch einer. Kann ich den anlocken? Nope. Kommt der runter? Warte mal. Da
Normalerweise dürfte der mich nicht. Hier unten bemerken, der da oben ist. Weg von diesem Zeug! So, jetzt fehlt nur noch die Maschine von da oben. Komm, dreh dich um. Danke. Und tschüss! Ein Level erreicht, sehr schön. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Okay. Mein Rohstoffbeutel ist voll. Kann ich den tun? Nein, dafür brauche ich einen Schweinsknochen noch. Wie sieht das denn aus? Warum ist denn der voll? Was habe ich denn da alles so? Ja, natürlich die ganzen... Dinger, dann natürlich die... Hier diese ganzen Linsen. Dann natürlich lauter Material. Wir müssen, glaube ich, einen Händler mal aussuchen, dass wir da mal ein bisschen aufräumen. Weil das geht halt nicht. Dass wir keine Items mehr aufnehmen können. Ich brauche halt noch einen Schweinsknochen, dann kann ich mehr tragen. Moment. Bevor ich hier das Dings benutze. Hier liefen doch eben Schweine rum. Da. Ist natürlich ein bisschen random, ob du den bekommst. Man nämlich hier. Aber da sind auch Schweine. Ich habe Glück, hier sind relativ viele. Bloß ich muss ein bisschen Luck haben, dass ich natürlich den Knochen bekomme. Frischer geht's nicht. Der hat mir zum Beispiel nicht den Knochen gegeben. Wollt ihr mich verarschen? Das sind Vögel, ne? Ja. Wildschweine hier irgendwo. Sind hier noch welche in der Nähe? Nope. Da ist eins. Oder? Das ist ein Kanickel. Genau, da hinten sollte ein Wildschwein sein, ne? Ja. Hm, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da. Schweinsknochen, sehr schön. Ach, gutes Blei.
Jetzt brauchen wir Wildschweinhaut. Wie viel kann ich jetzt ertragen? Das ist gar nicht mal viel mehr, ne? Ich glaube, wenn wir einen Händler treffen, tun wir sowieso erstmal unseren Beutel leeren. So, dann beende ich die Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute!